Na, liebe Leute, erinnert ihr euch noch an dieses Spiel, Pokémon Colosseum, was ich zum letzten Mal vor 3 Jahren aufgenommen habe? Ja, fast 3 Jahre ist es jetzt her. Und wir machen endlich weiter dort, wo wir aufgehört haben. Ich freue mich gerade total riesig. Ich habe die letzten beiden Tage endlos lange an meinem PC und meiner Konsole rumgefuckelt und habe herausgefunden, wie ich endlich vom GameCube aufnehmen kann. Und ich bin so froh darüber. Und vielen Dank hier auch an meinen Kollegen Lloyd, der mir dabei ein bisschen geholfen hat. Ohne dich wäre das jetzt nicht möglich gewesen. Und bevor ich jetzt hier weiterhin schwelge und labere und drücken wir lieber Start. Zum Glück ist der Speicherstand noch da. Man weiß ja nie, wann die Memory-Karten so ihren Geist aufgeben. Und ach, ich freue mich so sehr, wir können endlich weiter mit Pokémon Colosseum machen. Und ja, ich bin nicht mehr da, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe schon ein bisschen vorausgeguckt, was ich als nächstes tun muss. Ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher, welchen Schritt wir als nächstes angehen müssen. Was wir erstmal tun müssen, ist einkaufen. Weil ich habe mal gemerkt, dass ich so überhaupt keine Tränke bei mir habe. Und so werden wir auf keinen Fall glücklich. Wenn ich jetzt nur noch mal wüsste, wo man einkaufen kann. Weil ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, Pokémon Colosseum. Ich würde mal sagen, im Shop können wir einkaufen gehen. Es ist mal nur so eine ganz dumpfe Vermutung, aber naja. Vielleicht können wir ja hier was finden, was wir brauchen. Nicht wahr, mein lieber Freund, der da so die Waren anguckt? Wenn sie in diesem Laden auch Top-Genesung verkaufen würden, dann bräuchte ich doch mal weniger Platz für Items. Na egal, ich habe ja sowieso keine Pokémon. Jo, wolltest du das Top-Genesung dann selber trinken oder das ist eigentlich nur für Pokémon gedacht? Das kann ich dir eigentlich nicht ans Herz legen. Hey, Junge, Lust auf 100 Pokédollar für 1 Pokédollar? Ach, ich weiß ja selbst nicht mehr, was ich eigentlich sage. Ja, allerdings nicht. Und ich nehme mal an, ihr habt kein Top-Genesung. Nein, ihr habt... Supertränke ist das Höchste, was ihr habt? Ah ne, ich verguck mich. Hypertränke sind ja auch da. Oh Mann, man sieht, ich bin voll aus dem Spiel raus. Also kaufen wir mal ein paar davon. Ich habe nämlich 0 Stück, wie man sieht. Und ich kann mir auch nicht so viel erlauben, weil ich habe gerade mal 30.000 Pokédollar. Das ist nicht die Welt. Also kaufen wir mal 12 Stück. So, Supertränke brauche ich dann keine Hyperheiler. Ja, könnte man sich eigentlich auch mal welche gönnen. Zumindest 2 Stück. Wirklich günstig sind sie ja nicht gerade. Und Beleber. Ah ja, die sind auch sehr teuer. 1500 einer. Aber 2 Stück sollten auch wenigstens drin sein. Weil die Kämpfe werden von hier an nur noch schwieriger. Mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich habe meine Pokémon alle geheilt vorhin noch. Bin auch auf dem Weg hier noch unbeabsichtigt in einen Kampf reingeraten. Was eigentlich nicht passieren sollte. Jetzt habe ich ein paar Erfahrungspunkte eingesammelt, neben so zwischendurch. Aber naja, ich habe ein Schwalbini besiegt und ein Noctu. Nicht der Rede wert. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Krypto-Pokémon-Labor. Labor des Team Krypto zum Zweck der Erforschung und Entwicklung von Krypto-Pokémon. Nein, ich möchte erstmal irgendwo Pokébälle kaufen. Ich meine, davon habe ich nämlich auch nicht mehr sehr viele. Gucken wir mal in den Rucksack oder an unsere Items. Ich denke mal nicht, dass wir einen Rucksack haben. Wir haben das bestimmt alles sehr elegant in unsere Tasche gesteckt. Okay, ich habe noch 5 Pokébälle, 5 Superbälle und ein paar Hyperbälle. Ich weiß ja noch, dass ich diesen tollen Glitch habe, mit dem ich meine Bälle unendlich lang einsetzen kann. Aber ich möchte trotzdem ein paar haben, weil jedes Mal, wenn man diesen Glitch einsetzt, dann verliert man eine Runde. Hey Trainer, bevor du weiterreist, solltest du vielleicht deine Vorräte aufstocken. Na, was sagst du? Wenn du ein paar Hyperbälle hast, dann gerne doch, aber ich... Oh doch, du hast tatsächlich welche. Und irgendwie komisch angeordnet. Superball, Pokéball und dann Hyperball. Die Anordnung ist eigentlich anders, aber ich beschwere mich nicht. Hauptsache, du hast ein paar Hyperbälle für mich. Sagen wir 5 Stück. Und dann bin ich auch so gut wie blank wieder. 5800 noch irgendwas. Das ist nicht viel. Was läuft denn eigentlich gerade so im Fernsehen? Ich möchte jetzt mal ein bisschen hier auf der faulen Haut liegen und gucken, was in der Glotze läuft. Und nun die Nachrichten. Behördliche Untersuchungen haben ergeben, dass eine Verbrecherorganisation existiert, die nach der Weltherrschaft strebt. Weil das hat es vorher auch noch nie gegeben. So wisst ihr, Team Rocket, Team Aqua, Team Magma, Team Plasma und so weiter, die hat es alle vorher noch nie gegeben. Okay, Team Plasma kam erst später, aber Team Rocket und Team Aqua und Magma, die haben schon vorher nach der Weltherrschaft mehr oder weniger gestrebt. Es besteht der dringende Verdacht, dass sich kürzlich häufige Sichtungen der rasenden Pokémon mit der Organisation in Zusammenhang stehen. Wir hoffen bald mehr Informationen über diese Vorgänge zu erhalten. Wir hoffen? Hoffen bringt uns keine Informationen. Arbeitet gefälligst daran. Meine Güte.
Jetzt aber auch gut, wir haben jetzt 5 Minuten mit Vorbereitungen verbracht. Wird also höchste Zeit, dass wir endlich mal unseren nächsten Punkt ansteuern, den wir besuchen müssen. Wie gesagt, das Krypto-Pokémon-Labor steht auf unserer To-Do-Liste. Und oh, ich habe das so vermisst, über diese Wüstenlandschaft zu brettern. Auch wenn man es nicht wirklich selber kontrolliert, es ist einfach cool anzusehen. Und yeah, über diesen Zaun könnten wir auf keinen Fall drüber klettern. Ne, Sakura, das ist viel zu hoch für uns, deswegen gut, dass wir den Schlüssel haben. Da ist ja ein Schlüsselloch. Jo, und den Schlüssel, das habe ich vorher noch extra kontrolliert, habe ich sogar. Na, gesetzt den Torschlüssel ein und wusa! It's like magic. Gehst du ein Stück zurück, Sakura, damit ich durch kann? Das wäre sehr lieb von dir, dankeschön. Und ich meine, ja, hier sind 2 Türen. Welche nehmen wir jetzt? Links oder rechts? 1, 2 oder 3? Naja, es sind nur 2, aber ich nehme mal die 2. Jo, was haben wir hier? Es sieht aus wie Spielautomaten. Hier befindet sich ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Na, warum sollte ich? Es passiert bestimmt nichts Gutes. Aber ja, ich drücke ihn. Und schwuppdiwupp geht die Tür auf. Nice. Heißt also, ich konnte in die eine Tür noch gar nicht durchgehen. Okay, ich checke lieber alles, weil ich erinnere mich kaum noch an dieses Spiel. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt und ich denke mal, da ist ein Schlüsselloch. Und dafür habe ich keinen Schlüssel. Es sei denn, der Zugschlüssel passt da rein, aber das bezweifle ich. Mein Gefühl sagt mir, dass das nicht richtig ist. Warum ich darauf komme, weiß ich nicht. Okay, mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Item war. Kann ja gut sein. Ah, Tatsache. 2x Hyperheiler. Wow, nice. Statusveränderungen sind ja nicht gerade selten. Von daher ist das eine willkommene Ergänzung meines Arsenals. Und wie gut, dass hier auch ein PC steht. Oh Mann. Das heißt also, ich muss nicht ständig zurück zu irgendeiner Stadt laufen, wenn ich mal speichern muss. Das ist das Einzige, was ich so Kolosseum so ein bisschen vorwerfe, dass man nur an PCs speichern kann. Ich meine, im Nachfolger Pokémon XD konnte man ja dann überall speichern. Und hier ist anscheinend überhaupt nichts, oder? Doch! Haha! Mein Gespür lässt mich mal wieder AP plus 3 Stück! Nice! So seltenes Item und dann gleich 3 Stück hintereinander. Das wird es in normalen Pokémon-Spielen niemals geben. Nochmal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Nein. Vielleicht da oben in der Ecke. Hm, warum hat man dann diese Ecke gemacht? Sehr verdächtig. Wahrscheinlich, damit ich Sakura wieder ein bisschen durch die Gegend schieben kann. Weil ein bisschen Zuneigung muss das liebe Mädchen ja auch mal finden. Hm, was ist das hier? Das verrückte Labyrinth? Es ist ziemlich vertrackt. Vertrickt. Whatever. Da geht's runter und da... Oh, was machen sie da? Es ist immer dasselbe. Die Drecksarbeit bleibt immer an mir hängen. Dabei habe ich wirklich noch anderes zu tun. Wenn wir das Labor räumen. Rummel, rummel, rum. Was? Warum? Wie? Wer seid ihr? Ihr seid verdächtig. Ich wette, ihr seid Eindringlinge. Nein, wir sind hier nur hier die GEZ. Ne? Hast du schon gezahlt? Will ich doch mal hoffen. Der wird dir auch dein Voltoball 1 und dein Voltoball 2 nicht helfen. Gut, Voltoball 1 und 2 sollen also besiegt werden. Darum kümmert sich Hanako und natürlich wieder der gute Rakan. Die ich zum Glück nicht so ganz vergessen habe. Und ich hatte noch Psyana natürlich und Entei und Ledibar hatte ich glaube ich auch. Ledian. Ledibar wäre ein bisschen, ja, arg schwach. Und Keifel habe ich noch im Team, stimmt ja. Wie sieht's eigentlich mit... Nein, ich wollte nicht tauschen. Ich wollte nach deinem Status gucken, wann du mal so aufsteigst. Das würde mich jetzt doch mal brennend interessieren. Oder ich meine nicht, wann du aufsteigst, sondern wann dein Kryptometer sich mal geleert hat. Dauert anscheinend noch eine ganze Weile. Aber so ein Keifel im Team, ja, ein Eis-Pokémon, warum nicht? Stelle ich mir durchaus nützlich vor. Wenn mal irgendwann Drachen-Pokémon kommen, dann warum nicht? Okay, und wir spulen natürlich alles wieder mit dem Surfer weg. Hinfort mit euch! Ihr habt hier nichts verloren. Na gut, wenigstens die Hälfte. Und hier auch. Wenigstens die Hälfte. Und ein Funkensprung, das wird Rakan gar nicht gut bekommen. Oder greifen sie nach Tara an? Nein, natürlich greifen sie Rakan an. Da hat jemand gut bei der Elementverteilung aufgepasst. Kann ich denn wenigstens einen Voltoball eben besiegen mit Biss? Yo!
Dann, ja. Ich hatte sowieso Surfer eingesetzt, von daher bringt mir das jetzt nicht wirklich einen Vorteil. Gut, dann, ja. Biss und Surfer. Oh nein, mein armes, liebes Voltoball, es wird nass. Elektrizität und Wasser vertragen sich ja gar nicht gut. Seht ihr mal, der erste Gegner und ich kann jetzt schon wieder einen Trank einsetzen. Wie konnte mir das? Tja, das kommt davon, wenn man nur zwei Voltoballs im Team hat. Und dann hättest du wahrscheinlich sowieso früher oder später Finale eingesetzt. Das wird euch noch leid tun. Oh, etwas vergessen. Nice. Was glänzt denn da so schön? Schlüsselkarte! Hey, das ist doch eine Schlüsselkarte. Damit können wir bestimmt ins Labor. Gut kombiniert, Sakura. Ich wüsste nicht, was ich ohne meine Assistentin Nummer 1 machen würde. Aber erstmal will ich die Treppe hier runtergehen. Oh. Sieht aus wie Code Red und... Was ist hier passiert? Wir hatten hier gewütet. Naja, auf jeden Fall finden wir 3 Elixiere. Was ist denn hier los? Überall gute Items ohne Ende. Ja, rüberspringen ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Und auch nicht möglich. Ich sollte jetzt allerdings erstmal Rakan heilen. So. Da ist er ja, der Hypertrank. Ich scroll auch genau dran vorbei. Kann ich noch irgendwas benutzen? Ich weiß gerade nicht so recht. Ich denke mal erst nicht. Ich habe noch so viele Sonderbonbons, aber die hebe ich mir dann für kritische Momente auf, wenn ich sie wirklich brauche. Ja, ich laufe auch gerne mal gegen eine Wand. Das ist ganz entspannend und tut der Seele gut. Solltet ihr also unbedingt auch mal probieren, wenn ihr euch ein bisschen unter Stress fühlt. Dann kann das manchmal die richtige Lösung sein. Ach, und ich speichere nochmal. Sakura, ich muss dich leider nochmal kurz schieben. Weil ich nehme jetzt halt auch zum ersten Mal so GameCube-Spiele auf. Und bevor hier irgendwas schief geht und irgendwie Daten verloren gehen oder sonst irgendwas, speichere ich lieber zwischendurch ab und zu mal. So, erst waren wir hier, dann waren wir dort, jetzt gehen wir wieder hier hin. Wir werden auch hier links und rechts im Kreis herumgeschickt. Und herein mit der Schlüsselkarte. Katsching! Auf geht die Tür. Ich freue mich. War hier sonst noch irgendwas? Irgendwelche unsichtbaren Items? Nein, es gibt ja keine unsichtbaren Items. Sakura, warum lässt du dich von mir durch die Gegend schieben? Und ich nehme mal an, hier unten wird es nicht knapp an Kämpfen kommen. Ha, wir haben so viele Möglichkeiten. Links, rechts oder geradeaus. Da scheint es mir... Oh, da geht's doch durch. Nicht schlecht. Und da steht schon wieder jemand. Oh, Mann. Geht's hier auch durch? Nee. Ich wette, dieser Herr hat uns etwas zu sagen. Oder vielleicht schaut er sich nur irgendwelchen Schmuddelkram im Internet an. Wer weiß. Diese Daten brauchen wir also nicht mehr. Was soll der Lärm? Wenn ihr euch nicht schnell bereit macht, dann wird Professor Kulpa... Hä? Ihr arbeitet doch gar nicht im Labor, oder? Sehen wir so aus? Sehe ich so aus, als ob ich so einen langweiligen Laborkittel tragen würde wie du? Nein, ich trage einen stylischen Mantel, der bei totaler Windstille weht. Besser geht's gar nicht. Und ach komm, Fritzelblitz und Formeo, mehr hast du nicht drauf? Da muss ich doch mal ganz laut lachen. Hahaha! Okay, er hat noch ein drittes Pokémon, von dem ich natürlich jetzt noch nicht weiß, was es ist. Aber ich werde erstmal... Ja, beides natürlich wieder Elektro-Pokémon. Wahrscheinlich wussten sie alle, dass ich hier mit Rakan angelatscht komme und deswegen haben sie sich alle dementsprechend vorbereitet. Okay, Biss gegen Fritzelblitz, weil Biss ist ja nicht effektiv gegen ein Stahl-Pokémon wie Magnetilo. Und nochmal Surfer. Let's surf, dude! Yeah! Reicht es? Nee, war ja klar. Und bei Fritzelblitz... Ja, aber vielleicht macht das nach Tara jetzt. Wäre ganz gut, weil dann bekomme ich jetzt nicht 2 Elektroattacken ab. Wunderbar! Hast du gut gemacht, Hanako. Und er steigt mal wieder auf. Ach, das freut mich. KP steigen gleich um 4 Punkte. Super.
Angriff lässt natürlich wieder immer noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber dafür haben wir ja hohe Verteidigung. Und Lumpy, oh, da kann ich natürlich nicht Surfer einsetzen, weil Lumpy ist natürlich auch ein Wasser-Pokémon. Und ein kleiner Donnerschock, den werde ich doch, denke ich mal, überleben. Naja, böse Schaden gemacht hat er trotzdem. Okay, ich würde aber dennoch gerne Surfer einsetzen, um Magnetilo von der Bildfläche zu fegen. Deswegen machen wir mal Biss gegen Lumpy und nochmal Surfer mit Rakan. Vielleicht richten wir doch ein bisschen mehr Schaden an als gedacht, aber ich stelle mich jetzt nicht darauf ein. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mir geht's gar nicht gut. Oh nein, doch. Das ist, ja, wer hätte es gedacht, es ist nicht sehr effektiv. Lumpy ist recht unbeeindruckt von dieser Attacke, aber vielleicht kann ja der Biss ein bisschen mehr Effekt zeigen. Ein bisschen mehr, aber jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Oh, es schreckt zurück. Das heißt, Rakan muss diesmal nichts einstecken. Und wir setzen wieder Biss ein und mit Rakan Schlitzer. Wegen der hohen Volltrefferquote, die Attacke ja hat. Bam! Das war's für dich, Lumpy. Oh, lass doch noch ein... Ich dachte für einen Moment, da ist noch ein Pünktchen rot, aber zum Glück nicht. Karloff, das war's mit dir. Was hast du jetzt zu sagen, du? Was soll die Störung ausrechnen während der Räumungsarbeiten? Räumt ihr auf? Oh, das tut mir aber leid. Ich weiß, wie schwierig es ist, endlich mal aufzuräumen. Vor allem, ich habe gerade jetzt, wo ich nach dem ganzen Kabelgedöns hier, was ich veranstaltet habe, jetzt habe ich massiv Unordnung hier. Mein Fernseher, der steht auch gerade auf dem Boden, weil ich den nur so gerade mit meinem PC verbinden kann. Ich muss mir unbedingt ein längeres HDMI-Kabel kaufen, aber das hat euch jetzt nicht unbedingt zu interessieren. Das ist für euch ja nur langweiliges Nebenwissen. Wenn ihr nicht schnell verschwindet, wird Professor Kult bei euch zeigen, was Schmerz ist. Okay, sonst hast du nichts für uns? Wenn ihr nicht schnell verschwindet, wird Professor Kult bei euch zeigen, was Schmerz ist. Ja, ich hab's gehört beim ersten Mal. Ich dachte, du hinterlässt vielleicht irgendein Item oder so, aber anscheinend nicht. Warum habe ich dann überhaupt gegen dich gekämpft? Nur für ein paar Erfahrungspunkte? Oh, da ist... Oh mein Gott, ein Ninja! Ein Ninja, oh nein! Alarm, Eindringlinge gesichtet! Gakko! Hey Gakko, was geht? Haben wir uns schon mal getroffen? Ich glaube nicht. Griffel und Remoraid! Komme ich natürlich wieder mit Hanako und Rakan. Ich sollte wahrscheinlich mal wieder Psyana einsetzen. Ja, denke ich mal schon. Psyana hat nämlich... Oh! Ein Krypto-Pokémon und es ist ausgerechnet Griffel. Ja, vielleicht wisst ihr es ja, ich kann Affen absolut nicht leiden. Aber ich werde dennoch versuchen, dieses Griffel in meinen Besitz aufzunehmen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in diesem Video heute tue, ich werde es schaffen. Gut. Ich wollte eigentlich jetzt halt Psyana einsetzen, aber ein Wechsel ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Machen wir mal wieder Biss auf Remoraid und dann wieder Surfer. Den dürfte Griffel eigentlich überleben. Es sei denn natürlich, ich lande jetzt einen bösen Volltreffer. Ach komm, selbst mit einem Volltreffer hätte es nicht gereicht. Was? Remoraid nimmt mehr Schaden? Das ist jetzt komisch. Welche Attacke war das? Ich habe nicht aufgepasst. Der Angriff von Rakan sinkt. Die Verteidigung auch. Das ist schlecht. Habt ihr gedacht, das wäre gut? Nein, das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Aber zumindest Remoraid ist schon mal weg. So, als nächstes kommt Visenior. Och, Visenior, du bist ja ein süßes Pokémon. Ich habe ja erst vor kurzem wieder Pokémon Stadium 2 gespielt und da gibt es ja ein Minispiel mit Visenior. Und Visenior zwitscht irgendwie wie ein Vogel. Warum auch immer. Ich wusste nicht, dass Visenior Vogelgeräusche von sich geben. Okay, dann machen wir Biss gegen Visenior und wieder Surfer. Ja, ich weiß, meine Attacken sind wieder so äußerst gut gemischt. Ich setze immer das Gleiche ein, aber solange es funktioniert, funktioniert es halt, ne? Und Visenior, du nimmst hoffentlich ein... Ja, naja, ich hatte mir wenigstens die Hälfte erhofft und Griffel setzt schon wieder Spaßkanone ein. Wenigstens habe ich diesmal gelesen, welche Attacke das ist. Ich wusste nicht mal mehr, dass es diese Attacke überhaupt gibt. Flammenwurf? Wir sind ja kein Flammenwurf? Das sieht irgendwie komisch aus, wenn er das einsetzt. Und yeah, nach Taras hohe Verteidigung zeigt mal wieder, wie gut sie ist. Oh nein. Wie gut, dass ich die Hyperheiler gekauft habe, aber dank Synchro brennt wir sind ja auch. Mann, ich werde vielleicht alle 5 Jahre mal ein Pokémon vergiftet und jetzt passiert's.
Vielleicht sollte ich was dagegen machen. Also setzen wir mal den Hyperheiler ein. Wo ist er denn? Da oben. 4 Stück. Oder habe ich vielleicht noch einen Brandheiler? Mal kurz gucken. Eisheiler, Paraheiler. Nein, Brandheiler habe ich natürlich nicht. Wäre mal wieder zu schön gewesen. Also müssen wir den Hyperheiler benutzen. Rakan, du... Ja, Griffel wird wahrscheinlich noch einen Surfer überleben. Deswegen setzen wir nochmal Surfer ein. Und wenn Griffel jetzt sterben sollte, dann ist doch auch egal. Es ist ein doofer Affe. Ui, hohoho, genau richtig. So mag ich's. Ach wie, Senior, tut mir leid. Ich weiß, du bist süß und so und du zwitschst wie ein Vogel, aber es musste halt sein. Dein Trainer ist ein Arsch. Und schon wieder ein Formeo. Irgendjemand hat denen hier die ganzen Formeos untergejubelt. Ich weiß es. Und dann, ah, das tut weh. Ah, das machst du nicht nochmal. Ah! Mann. Der arme Rakan, der hat nur noch 33 KP. Soll ich ihn heilen? Was meint ihr? Ihr könnt mir natürlich jetzt nichts sagen, weil das kein Stream ist oder so. Was mache ich jetzt am besten? Ich glaube, ich heile ihn lieber. Nein, nicht Hyperheiler. Der kann keine Pokémon heilen. Der Hypertrank, der ist dafür gut. Und dann würde ich mal sagen, werfen wir mal einen Ball nach Griffel. Boah, Leute, bin ich froh, wenn ich den Meisterball habe, weil dann kann ich den unendlich mal einsetzen. Haja! Und was passiert? Wird Griffel im Ball bleiben? Oder wird es ausbrechen? Es dürfte eigentlich nicht ausbrechen. Ich meine, guck mal, wie wenig KP es hat. Kommt schon! Der Ball hat einmal gewackelt! Und Griffel hat vielleicht noch 2 KP übrig. Oh, nicht schon wieder. Oh, Mann. Und Sonnentag? Willst du damit erreichen, dass mein Surfer ineffektiv wird? Das rechne ich dir jetzt aber nicht gerade hoch an, mein Freund. Aber hey, immerhin bist du jetzt ein Feuer-Pokémon. Das heißt, ich kann dich dennoch mit Surfer besiegen. Aber ich kann natürlich Surfer nicht einsetzen, weil dann kann ich Griffel nicht mehr fangen, weil Griffel dann natürlich besiegt wird. Gut, machen wir Biss gegen Formeo. Oder nee, wir werfen mit Hanako den Pokéball. Oder den Hyperball, besser gesagt. Und Rakan setzt da mal Schlitzer gegen Formeo ein. Okay, Krallball geladen, aktiviert und los geht's! Okay, einmal, zweimal. Och, komm schon! Griffel, tu mir das nicht an! Ich hasse dich schon mehr als genug, ich muss dich nicht noch mehr hassen. Wow. Rakan, du musst mal eindeutig wieder deine Krallen schärfen. Das war nämlich ziemlich erbärmlich. Jetzt komm schon! Fall nicht tot um! Er fällt tot um. Rakan, du bist so doof und nutzlos und... Ah, Mann, wie gut, dass ich einen Beleber gekauft habe. Aber ich glaube, ich laufe dann lieber nochmal offscreen zum nächsten Pokémon Center und heile ihn. Okay, jetzt setzen wir Entei ein. Der profitiert natürlich von dem Sonnentag. Was ist das für eine Attacke? Was bewirkt die? Ich weiß es nicht. Es steigt irgendwas in den Himmel und Hanako bekommt eine fette Salbe ab. Das war natürlich jetzt nicht so prickelnd. Ah, okay. Mann, Formeo. Was machen wir mit dir? Ich will natürlich immer noch Griffel haben. Und Entei, wir besetzen mal mit dir Feuersturm ein. Ich denke mal nicht, dass es jetzt so effektiv sein wird gegen Formeo, weil es jetzt auch ein Feuertyp ist. Aber ich probiere es dennoch mal aus. Okay, Krallball wieder geladen, aktiviert und flieg! Bitte bleib jetzt in diesem Ball drin, Griffel, weil sonst ist es mir auch langsam egal. Guck mal, dass du sofort die Attacke ging daneben. Oh nein, bitte nicht, warum? Oh. Warum tut ihr mir das an? Ich will nur einigermaßen schnell durch dieses Gebiet hier durchkommen und ihr haltet mich auf bis zum geht nicht mehr. Es sollte nicht so schwer sein, einen Griffel zu fangen. Auf keinen Fall. Okay, diesen Kampf werde ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende machen und dann denke ich mal, werde ich mal offscreens schnell zum nächsten Pokémon Center latschen oder düsen mit meiner Düse und dann, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also okay, ich versuche jetzt auch einmal Griffel zu fangen
Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es mir ehrlich gesagt auch wurscht. Dann will ich es nicht mehr haben. Ich meine, ich kann dieses Pokémon eh nicht leiden und ich habe nie gesagt, dass dies ein 100% Let's Play wird. Von daher, ja, Griffel, wenn du jetzt nicht drin bleibst, dann werde ich dich leider ins Jenseits befördern. Du hast es dir so ausgesucht. Du willst lieber sterben. Gut, kannst du haben. Kannst du sehr gerne haben. Ich hau Griffel gerne weg. Auf jeden Fall. Wow, der Feuersturm war doch recht effektiv. Auch wenn da steht, er war nicht effektiv. Ich würde ja Surfer einsetzen, aber Rakan ist leider gerade tief und fest am Schlummern. Schlummern im Sinne von, er ist tot. Und kann nicht angreifen. Hanako! Oh mein Gott, Hanako lebt noch. Ah, bitte lebe. Bitte. Oh, bitte. Okay, setzen wir Geheimpower ein und... Nee, Moment. Wir machen Biss gegen Formio und Biss gegen Griffel. Genau so wird's gemacht. Weil bevor ich jetzt die ganzen Bälle verschwende, dann kill ich lieber Griffel. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht übel, dass ich Griffel nicht gefangen habe, aber es sollte nicht so schwer sein, ein so langweiliges Pokémon wie Griffel zu fangen. Weil irgendwann verliert man dann auch die Motivation an der ganzen Sache. So, mein lieber Ninja Gakko, wir haben dich besiegt. Dass ich besiegt werde, Impossible. Das heißt übrigens unmöglich auf Japanisch. Und er ist weg. Wo ist er hin? Ninja. Aber naja, Ninja hin oder her. Ich nehme mal an, da können wir noch nicht durch. Doch, können wir. Oh Mann, da wollte ich eigentlich erst im nächsten Part runtergehen, aber wenn wir schon mal hier sind, dann ja. Nee, wobei, ich werde trotzdem nochmal zurückgehen und speichern und nochmal meine Pokémon aufpeppen, weil ich sehe da unten schon wieder so einen Typen stehen und der wird wahrscheinlich mir wieder das Leben zur Hölle machen und da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Deswegen sage ich mal, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Es wird auf jeden Fall jetzt regelmäßiger mit Pokémon Kolosseum weitergehen, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, es endlich aufzunehmen und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen, dass es wieder weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich habe lange dran gearbeitet und jetzt ist es endlich wahr geworden. Naja, reicht dann auch für heute. Ich gehe da nochmal hoch, muss ja sowieso zurück. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Ich freue mich auf euch. Hinterlasst doch mal einen Kommentar. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.